Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind an der Parsons State Irrenanstalt angekommen, zusammen mit Piper. Und machen den Auftrag für die Cabots weiter. Ich habe übrigens noch ein Level-Up bekommen, während ich in Sanctuary war, weil ich habe da noch ein bisschen was gecraftet. Wir gucken mal kurz. Was könnte sich denn lohnen? Jetzt, sofort. Eigentlich nicht so wirklich, oder? Partyhengst. Ah, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Strahlungsresistenz. Aquaboy. Hey, das ist cool. Aber ich habe nicht Ausdauer. Ja, ich habe nicht genug Ausdauer dafür. Ausdauer ist... Deine Gesundheit und wie stark dann... Ja, komm. Wir nehmen Ausdauer. Mehr Lebensenergie ist immer cool. Warte mal, das sehen wir jetzt. Da. Nee. Meine Lebenspunkte. Es sind ja jetzt ein paar mehr. Okidoki. Mach uns einfach nur keinen Ärger. Nö, nö, alles cool. Dachte mir schon, dass ihr nicht feindlich seid. Wo bist du denn? Parsons State Irrenanstalt. Zutritt verboten. Geh lieber weiter. Was ist das für ein Ort? Das hat nichts mit dir zu tun. So viel steht fest. Ich hab dir gesagt, dass du verschwinden sollst. Edward Deegan schickt mich. Ich suche nach einem verschollenen Paket. Ah, du bist der Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Danke für deine Hilfe. Na klar doch. Hey, sei vorsichtig. Es ist seltsam, dass sie immer noch in der Nähe sind. Gewöhnliche Raider wären schon längst mit der Beute über alle Berge. Scheint fast, als würden sie den Ort auskundschaften. Ich wäre froh, wenn du sie vertreiben könntest. Okay. Die Parsons-Molkerei. Oh ja, yeah. Die ist ganz da oben. Ich will aber in die Irrenanstalt mal rein. Würde mich voll interessieren, wie es da drin aussieht. Das hat ja immer so was Bedrohliches, Unheimliches an sich, so ein Asylum. Parsons Asylum. Sprich mit Maria, wenn du was brauchst. Sprich zur Hand. Oh Gott, schon wieder ein Fusionskern verbraucht. Ich glaube, ich muss bald mal wieder ohne Powerrüstung losziehen, auch wenn es gefährlicher ist. Boah, so ein Unwetter kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das macht alles noch ein bisschen unheimlicher hier. Bäh. Ich würde gerne mal wissen, ob das einer dieser Orte ist, die sich so richtig lohnen abzusuchen. Kann ich mir gut vorstellen, zumindest. Bin ich hier richtig? Molkerei? Ja. Ist gleich da vorne. Da komme ich immer meine Gelee-Spritze. Die habe ich jetzt übrigens aufgewertet. Das ist meine beste Waffe. Ich zeige es euch ganz kurz. So, Gelee-Spritze. 60-60 macht die jetzt. Obwohl, die letzte Minute ist eigentlich die allerbeste Waffe. Aber die ist halt sehr langsam im Schießen. Na, ziemlich cool, ne? Oh. Komm schon, du hast gesagt, du würdest... Du hast gesagt... Was habt ihr gesagt? Was zum Teufel war das? Schlechte Idee. Hey, die hat sich geheilt, die Olle. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. Auf nimmer Wiedersehen. Du hast wahrscheinlich die Lieferung, ne? Mysteriöses Serum. Greif einfach zu. Hoppala. War jetzt ein bisschen zu schnell, aber... Ich hab alles. Was ist das für ein Serum? Das würde mich doch mal sehr interessieren.
Ja. Nee. Piper hat das gefallen. Ach, es ist schön, wenn Piper das gefällt, was ich tue. So. Hier ist nichts mehr. Oder? Oder doch? Boah, das war alles in dem Koffer drin. Ist schon klar. So, denn hier. Was ist das denn? Eine Holzkiste. Haben sie gut versteckt hier draußen, ne? Cool. Ja, komm. Alles muss brennen. Boah, wie ich sie halt nicht treffen kann. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Doch. Du schießt so schnell, Piper. Mach doch mal langsam. War das alles? Komm schon. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Ach, warte. Ey. Geschlagen, Blue. Ja. Oh, die habe ich aber ganz schön gezeigt. Krass. Immer wieder diese Raider. Das ist echt eine Plage, ne? Okay, dann war es das hier. Dann gehen wir mal zurück zu dem Haus der Cabots. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Roboter mich jetzt angreifen bei den komischen Geräuschen, die sie machen. Ja, ja. Mit Robotern stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich weiß nicht. Das ist untragbar. Imogen ist verschwunden und ich will, dass sie gefunden wird. Die ist nicht verschwunden. Hast du herausgefunden, was dem Kurier zugestoßen ist? Nein. Aber deine Schwester ist verschwunden und sie muss gefunden werden. Ist Edward nicht da, um die Familie zu beschützen? Mutter. Edward hat Besseres zu tun, als jemanden nach Imogen suchen zu lassen. Schon wieder. Ich bestehe darauf, dass du nach Imogen suchen lässt. Edward wird nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil sich Imogen wieder ein Lover geangelt hat. Jack, wie kannst du es wagen, ja, so respektlos über deine Schwester zu sprechen? Einige Raider lagern in der Nähe von Parsons und haben ihn überfallen. Ich habe mich um sie gekümmert. Mir gefällt nicht, dass sich Raider bei Parsons rumtreiben. Hoffentlich ist das nicht der Anfang eines Problems. Was ist mit dem Serum, das er bei sich hatte? Konntest du was zurückholen? Das hatten wir doch alle schon, Mutter. Nur diese eine Ampulle war noch da. Ah, gut. Ich hatte schon Angst, dass wir nichts zurückbekommen würden. Hier ist deine Bezahlung. Du bekommst einen kleinen Bonus, weil du das Serum zurückgebracht hast. Gute Arbeit. Als nächstes kommt dann... Verdammt. Es ist an der Zeit, dass du Wilhelmina kennenlernst. Jack wird darüber nicht erfreut sein. Komm. Mutter, lass es gut sein, bitte. Jack, ich kümmere mich drum. Mrs. Cabot, keine Sorge. Ich schicke jemanden, der Imogen sucht. Danke, Edward. Auf dich kann man sich immer verlassen. Warum kannst du nicht so treusorgend sein wie der liebe Edward? Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein, Edward. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mach nur meinen Job. Apropos,
Das ist alles, was von der letzten Lieferung aus Parsons übrig ist. Die Raider haben sich leider den Rest geholt. Ah, gut. Endlich. Das wird meine Mutter beruhigen. Imogen ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher schon gedacht. Sie ist etwas flatterhaft, impulsiv. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Nein, aber das lässt sich schnell rausfinden. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jazzclub dort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Als Teil der Familie kann man sie nicht einfach bewusstlos schlagen und nach Hause schleifen. Normalerweise langweilt sie die ganze Sache schon längst, wenn ich jemanden losschicke, und sie kommt freiwillig mit zurück. Dir wird schon was einfallen. Du sollst doch gewitzt sein. Schon vergessen? Na klasse. Okay. Dann spiele ich halt Babysitter. Ich frag mich, was das für ein Serum war, aber das vielleicht... Unfassbar, wie herzlos Jack seiner Schwester gegenüber sein kann. Hi. Ich werde ganz verrückt, wenn ich daran denke, was Imogen passiert sein könnte. Warum tut Imogen mir das nur an? Nee, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es könnte sich vielleicht... Weiß nicht, wenn die Familie schon so lange existiert, vielleicht ist es ja ein Verjüngungsserum oder sowas. Oder irgendwas... Ach, keine Ahnung. Was will der damit? Vielleicht... Irgendein Gegenmittel, vielleicht sind das ja alles schon Ghule und die nutzen das nur, um menschlich auszusehen und haben deswegen so ein langes Leben. Ich weiß es nicht. Aber es scheint interessant zu werden. Erstmal gucken, was mit Imogen los ist. Was ist das überhaupt für ein Name? Ich meine, da ist Emo drin. Vielleicht ritzt die sich auch. Ach, was weiß ich. Wir gehen mal nach Good Neighbor. Ich habe leider die Rüstung nicht dabei, aber das macht jetzt auch keinen Unterschied. Ab 45 bekomme ich ja eine neue Rüstung. Good Neighbor. Good Neighbor, was? Willst du Hai oder erstochen werden? Naja. Hey, weißt du was, Hancock? Ich glaube, ich schicke dich schon mal nach Sanctuary. Hancock? Also, bist du bereit, loszuziehen? Yo. Legen wir los. Na klar. Ah, sieh an, mein zweitunbeliebtester Bürgermeister im Commonwealth. Nein, gestern nicht. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, klar. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Du bist jetzt mit dieser kleinen Frau Reporterin unterwegs, was? Da werde ich ja direkt eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Anmache oder beides war, also gehen wir am besten einfach. So. Hancock ist jetzt auch in Sanctuary. Da haben wir ja bald echt die Creme de la Creme versammelt hier von den Begleitern. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also, wie viel? 13 insgesamt? Ich vergesse das jedes Mal wieder. Aber ich werde schauen, dass ich mir irgendwie alle mal mehr oder weniger angucke. Wird zwar nicht immer funktionieren, aber warte mal. Ich will mal gucken, ob ich das Perk verloren habe. Oder haben die das jetzt endlich gepatcht? Das MacReady. Ja, 20% auf den Kopf, weil das vorher 200%. Dani kümmert sich um die Drinks. Ich um die Betrunkenen. Alles klar, Schinken. Machen wir so. Hi. Oh, das nenne ich mal. Oh, Magnolia. Sieh dir nur mal diese Hydraulik an. Okay. Ah, du bist zurück. Hier gibt's noch immer Drinks und angenehme Gesellschaft. Kennst du Imogen Cabot? Den Namen kenne ich. Ist sie nicht ein wenig verrückt? Hab sie länger nicht mehr gesehen. Sprich mit Magnolia. Sie hat viele Freunde. Vielleicht weiß sie mehr über das vermisste Vögelchen. Magnolia, dieser Junge will mit dir reden. Oh. Hi, Magnolia. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Ja. Kennst du Imogen Cabot? Imogen? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Wie gut, dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Sag mir bitte, was du weißt. Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen,
die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogen fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Herm, kannst du bitte mal kurz kommen? Okay. Na Herm. Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogen. Weißt hey, du zufällig, wie geht's wo dieser Prediger herkam? Wie immer, weißt schon. Oder Hörst Thomas? Ja, genau. Deine Eltern von der, dir, okay? An dem Imogen immer dranhing. Ich musste ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Und dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogen geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Ich muss noch was erledigen. Geht ganz schnell. Oh je. Ah, willst du dein Interview führen, ja? Wie geht's? Du haust vor was ab. Ich bin Piper Wright. Willkommen zu Hause. Occurrences. Wer hat in Good Neighbor heutzutage wirklich das Sagen? Wer ist der Boss in dieser zwielichtigen Zuflucht? Du schaust es dir gerade an. Aber ich verkauf dir einen Anteil. 100 Kronkorken. Nein. 50. 10? Ja, danke, aber ich verzichte lieber. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Lass dich nicht runterkriegen. Was war das für eine Notiz? Ich habe irgendwas bekommen und das habe ich dann übersehen, ich weiß. Habt ihr mir schon geschrieben, aber ich habe so viel Kram jetzt hier. Siedlernotiz, warum hat man hier so viel Kram, bitte? Und den kann ich alles nicht weglegen. Guck mal. Du kannst keine Schlüssel ablegen. Ja. Warte denn. Habe ich da jetzt irgendwas gekriegt? Jacobs Passwort. Eddie Winter Holoband. Captain West Safe Schlüssel. Nee. Keine Ahnung. Ja. Finde Imogen Cabot. Wo ist die denn? Warte mal. Vielleicht nochmal ganz kurz mit Magnolia reden? Ja. Oh, da ist sie ja. Ich hoffe, dass du Imogen findest. Nur Magnolia? Du wieder. Ist wohl mein Glückstag. Was gibt es? Wir mögen uns. Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Oh, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen. Mit einem kräftigen Wind und einem verletzten Flügel. Der Laden hatte eine Bühne, ich musste singen und Whitechapel Charlie brauchte Kunden. Und so hat sich das hier ergeben. Gibt es sonst noch was? Whitechapel Charlie ist schon länger hier, schätze ich. Er redet nicht viel über seine Vergangenheit. Ich allerdings auch nicht. Deshalb verstehen wir uns wohl auch so gut. Du solltest ihn aber unbedingt besser kennenlernen. Bestell am besten einen Drink. Er redet erst übers Geschäft, wenn sein Gegenüber ein paar Gläser getrunken hat. War das alles? Oder brauchst du sonst noch was? Komm schon, erzähl mir die ganze Geschichte. Wer warst du vor all dem hier? Willst du es wirklich wissen? Es steckt alles in meinen Liedern. Mein ganzes Ich. Alles, was ich bin. So, kann ich sonst noch was für dich tun? Ach, schade. Meinst du, ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen? Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Kann ich sonst etwas für dich tun? Ach, Mann. Ich hätte nichts dagegen, noch ein Lied zu hören. Okay, ich habe noch was für dich. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Peace. Ach man, das hat sich jetzt wohl erledigt mit Magnolia. War wohl eine einmalige Sache. Ja, ich stehe nicht so auf One-Night Stands, aber ich mein Gott. Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Ja, ja. Als wäre ich ein Unruhestifter. Bin auch netter. Ja. Hat uns ja nicht so viel gebracht, das mit Imogen, oder? Vor allem, weil ich diese blöden Notiz jetzt nicht finden kann. Haben wir die überhaupt bekommen? Ich habe jedenfalls nichts gesehen, dass ich irgendeine Notiz erhalten hätte.
Und ich find's doof, dass man die Schlüssel nicht an den Schlüsselbund packen kann und überhaupt alles, was man so an Nachrichten dabei hat. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Ja, ja. So, 10 mm. Die brauche ich für Piper. Schrot. Partystar. Oha. Schrotpatrone. Was haben wir noch? Wovon habe ich wenig? Passt eigentlich soweit, ne? So viel Kram ja noch dabei. Dann muss alles mal weg, du. Gibt das hier Geld? Na komm, bevor ich die jetzt zerlege oder verkaufe, ist eigentlich total egal. Der gibt gerade mal 10, der Molly. Okay. Ist gar nicht so viel, ne? Ja, komm, alles weg. Nee, 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 nee. Oh. So viel hast du gar nicht. Alles klar. Und ich habe wieder ein bisschen Munition gemacht. Na gut, wo ist denn Emojin jetzt? Finde Emojin Cabot. Achso, am Amphitheater. Ja, da war doch was. Na gut, komm, da laufe ich jetzt zu Fuß hin. Da gehe ich zu Fuß hin. Glück fasst zusammen, wie gut ist Schicksal... wie gut ist das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern und die Qualität der Gegenstände, die du findest. Ist das so? Ist das so? Ich dachte, das ist der Schwierigkeitsgrad, der das beeinflusst. Wenn ich überlege, es gibt unendlich viele Level-Ups. Also ich kann wahrscheinlich noch eine ganze Menge... ja gut, alles wird nicht gehen, oder? Da bräuchte ich... Was bräuchte ich denn da? 10 mal 10 sind 100. Und da dann noch jeweils Unterstufen. Oh Gott, das wird viel. Es gibt ja... Nee, warte mal, wie viel gibt es denn? Special. 60 Skills, Unterstufen. Also ich brauche bestimmt über 200 Level, um alles zu erreichen hier. Mindestens. Und die werde ich wohl nie kriegen. Weil irgendwann gibt es halt nichts mehr zu tun, ne? Will ich mal sehen, wie ich hier ganz schnell hinkomme. Oh, das sind wieder Supermutanten, oder? Ich höre sie schon. Hey, war da ein Geräusch? Und ich habe wieder ein Vertibird. Das schwankt so sehr. Ich meine, mit normalen Gewehren schwankt man gar nicht, ne? Oh, Vault-Tec, Regionalhauptsitz. Oh, das würde ich mir jetzt zu gerne mal angucken, aber wir haben jetzt gerade einen Auftrag. Am Amphitheater. Ach, hier ist das. Guck mal, das ist die... Ah, das ist die Gemeinschaft, wo ich schon mal war. Wisst ihr noch? Hier war ich ja schon mal. Diesen Spinnern bin ich aber nicht beigetreten, weil die alle total bekloppt waren. Ich habe die doch totgeschossen. Ich weiß noch, dass ich die alle getötet habe, weil die mich angegriffen haben. Oder? Oder Thomas. Hey. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Hier entlang, bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Bist du bescheuert? Ich will aber kein Teil von eurer Bewegung sein. Ich suche nach Emojin Cabot. Was zur Hölle? Jemand muss doch was tun! Was zur Hölle? Hey! Hallo. Ich habe nicht vergessen, dass du erfahren wolltest, um was es bei uns geht. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte. Dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich will aber nicht. Ich suche nach Emojin Cabot. Ich hab dir doch gesagt, Emojin empfängt gerade keine Besucher. Was macht sie hier?
Ist sie ein Mitglied deiner Bewegung? Sie und ich haben, ein romantisches Verhältnis. Es geht dich zwar nichts an, aber sie und ich haben gerade Beziehungsprobleme. Du kennst das ja. Sie muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Was? Nein, ich... Okay, Leute, das ist mir zu anstrengend gerade mit dem Typ, der ist so sprunghaft. Wir machen nächstes Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dann mit Fallout 4.